Ja, hallo liebe Leute, zur 12. Folge Hardvest 2. Heute ist der große Tag des Bankraubes. In Trample Town sollen wir die Bank von Victor Brass ausrauben. Ausgespäht haben wir sie schon aus der Bar heraus und jetzt wollen wir uns das Gold holen. Gucken wir mal, was das gibt. Ich bin sehr gespannt. Wir greifen an. So now we're robbing a bank? You are out of your minds. Dein erster Überfall, Klellisch. Keine Sorge. Wir zeigen... Was? Wir zeigen wir? Nein, wir zeigen dir, wie das gemacht wird. Kampf beginnen. So, wir gucken uns erst die Ziele an. Hauptziel ist, die Tresorkammer zu erreichen und das Gold zu stehlen. Und erledige den Job, bevor noch mehr Gesetzeshüter eintreffen. Das riecht sehr nach Rundenlimitierung. Also nach Zeitdruck. Nebenziele sind, finde Hinweise auf das Versteck von Bills, besonderem Whisky. Und setze keinen Sprengstoffe ein. Okay, okay, okay. Das bedeutet, wir rüsten jetzt erstmal unsere Leute aus. Wir nehmen schon gar keine Sprengstoffe mit. Dann passiert uns gar nicht, dann laufen wir gar nicht Gefahr, dass wir welche einsetzen. Das heißt, es gibt Verbände und Bohnen für alle. Aus Heilgründen. Genau, und sonst müsste das eigentlich gewesen sein. Ich gehe mit der Truppe, die gefällt mir ganz gut. Die hat es bisher auch ziemlich gut gemacht. Und dann würde ich sagen, gehen wir genauso rein. Everybody good with the plan? It's a simple job. We just gotta get to the vault and grab as much gold as we can carry. After we're done, we get on the horses and ride. I'd like to add one more chore to this list. Ah, yeah, your mystical booze quest. You did mention something. During the chaos, one of us could sneak into this drugstore and look through storage manifests. This whiskey is here somewhere. I can feel it. Can't hurt to give it a shot, I suppose. Good enough? Let's go. Nobody move! Can I help you, deputy? Don't play a fool, Carter. Mr. Brass knows about your plans. He sends his regards. Now drop your gun! Well, there goes the plan. Guess we'll have to improvise. Na super. Das geht ja klasse los, ne? Also alles für die Katze. Die ganze Stadt weiß jetzt schon Bescheid, was wir wollen. Oh Gott, was ist hier denn los? Okay, wir verschaffen uns erstmal einen Überblick. Also erstmal das Hauptziel. Das ist hier die Straße runter. Mitten in die Bank rein. Und hier hinten ist der Tresorraum. Das ist ein Stück. 15 Runden haben wir Zeit. Das ist nicht viel. Hier draußen steht jetzt schon einiges. Alle wissen, dass wir kommen. Das macht die Sache nicht besser. Also ich sehe jetzt erstmal vier Gegner. Das müssen aber nicht alle sein. Ich nehme an, dass hier hinten noch viel mehr stehen. So, und was haben wir hier jetzt mal? Einen wahnsinnigen Selbstmörder. Boah, was auch immer der macht. Ich meine, der Name ist wahrscheinlich selbsterklärend. Die müssen vermutlich schnell weg. Und wir haben Revolverhelden. Die sind auch neu. Die machen vermutlich einen Haufen Schaden. Und haben viele Lebenspunkte. Das gefällt mir nicht. Aber die stehen schon wieder traumhaft. Es reicht nur nicht für alle drei. Das heißt, ich muss ein Stückchen näher ran. Okay, das gucken wir erstmal. Und an ihn kommen wir... Da kommen wir ran. Ich glaube, wir gucken jetzt mal... Ich glaube, wir bringen Flynn hier raus. Dann hat sie Deckung nach hier vorne. Kann ihm mal ein bisschen was abziehen. Da kann ein Laughing Deer den Rest machen. I got this one. So, minus 5. So, dann ist Klellisch dran. Oh, jetzt ist hier oben auch noch einer aufgetaucht. Wir könnten auch nach oben tatsächlich. Hier hinten rum kann man nicht. Okay. Wir könnten sie hier hinbringen.
Ja, oder? Wo haben wir eine Schusschance auf den Kollegen? 50%. Wir dürfen halt nur einen Punkt ausgeben dafür. Das ist so ein bisschen das Problem. Sind das auch 100% dann? Nein, 75. Hier wären es 100. Ich weiß halt nicht, was mich hier draußen sonst noch erwartet. Ich glaube, hier ist ganz gut. Da haben wir weitestgehend Deckung, die Straße nach oben, zumindest ein bisschen. Und wir können ihn treffen. Okay, gehen wir hier raus. Oh, da stehen noch zwei mehr. Und da oben ist auch noch einer. Oh Gott. Okay, damit habe ich... Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann warten wir erstmal. Dann bringe ich jetzt erstmal Jin Carter hier raus. Das ist mir jetzt das wichtigste Anliegen. Die Frage ist... das Ding ist ziemlich lang. Reicht das? Wenn wir bis hinter den Wagen laufen, müsste es eigentlich für alle reichen. Die Frage ist, kann ich auch hier hin oder hier hin und kriege ihn noch mit rein? Das wäre natürlich super. Ich versuche mal hier. Mit ein bisschen Glück reicht das. Nein, reicht leider nicht. Aber gut, dann machen wir erstmal auf die hier. Das ist das Wichtigste. So, und jetzt ist erstmal Luffy hier dran. Der räumt hier jetzt erstmal ein bisschen auf. So. Den weg. Ein Scharfschütze, die sind auch neu. Jetzt ist die Frage, kriege ich ihn? Nein, kriege ich nicht. Genauso wenig wie ihn. Da müssen wir jetzt mal gucken. Das könnte aber per Ansturm gehen. Genau, dann kriegen wir unsere Punkte zurück. Dann können wir ihn töten. Dann kriegen wir die zwei noch. Und dann können wir ihn auch noch wegmachen, indem Glalish auf ihn schießt. Ne? Das ist der Plan jetzt. Das müsste eigentlich sich ausgehen. So, erstmal den da weg. Kostet uns tatsächlich sogar nur 2 Punkte. Das ist natürlich perfekt. 2 Punkte. Wo ist die Leiter hier hoch zu? Ah, das reicht. Okay. Wo ist die Leiter? Ah, da drüben. Okay. Dann fängst du jetzt mit ihm hier an. Geh weg. Dann weg. Ja, das funktioniert traumhaft. Da haben wir gleich im ersten Zug 2, 4, 6, fast 8 Gegner weggeräumt. Zack. So. Und er bleibt dann übrig am Ende, aber das ist nicht so schlimm. Da können wir dafür sorgen, dass er nicht mehr schießen kann. Das heißt, Glalish wird einmal hier oben. Achso, da hat sie jetzt nur 25%. Damit habe ich jetzt natürlich wieder nicht gerechnet. Ja, aber das macht doch nichts. Wir brauchen doch gar nicht. Ach so, doch. Na, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, ne? Jetzt habe ich doch wieder nicht aufgepasst. Ich war irgendwie der Meinung, wir haben hier auch 100%. Haben wir aber... Ach so, warte, ich könnte natürlich. So sind es immerhin 75. Und so sind es auch 75. Okay, vielleicht haben wir ein bisschen Glück, sonst kriegen wir schon ins Gesicht. Komm schon! Ja, sie krittet sogar. Das ist natürlich ein Träumchen. Ein mittleres. Kommen wir dann noch an ihn hier ran irgendwie? Ja, wir könnten hier in Deckung gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann ziehen wir ihm noch 5 ab, dann kann... Ja, wir können ihn nicht töten, aber wir können ihm immerhin ein bisschen was abziehen. Macht nichts. So, einmal 5. Und dann wird Laughing Deer die Waffe nehmen, die dafür sorgt, dass er nicht mehr schießen kann. Die hat er schon. Und verpasst ihm auch noch eine. Oh, und er krittet sogar. Wunderbar, dann können wir ihn auch töten. You are
Okay, das läuft sehr gut. Das läuft sehr gut. So, dann gehst du bitte hier in Deckung. Oder kann ich ihn sogar schon hier reinschicken? Sind da Gegner drin? Ich hoffe nicht. Ja, wir schicken ihn schon mal da rein, zu dieser Apothekenliste. Perfekt. So, da hinten kommt jetzt der erste Gegner. Der geht ganz hoch aufs Dach. Ein Scharfschütze, das ist gefährlich. Und da drüben ist alles voll. Okay, 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 okay. Boah, ein Haufen Leute hier. Die gehen alle nach oben, ne? Die haben auch alle richtig viele Lebenspunkte. Wenn ein Charakter den Status Duellant hat, kann er einen Konter ausführen. Nimmst du diesen Charakter mit einer Einzelfähigkeit aufs Korn, schießt er umgehend zurück. Dies geschieht so schnell, dass der Charakter selbst dann zurückschießt, wenn er durch deinen Angriff ums Leben kommt. Okay. Das ist ja ein ziemlicher Käse, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, Laffingio macht jetzt mal schnell die Nebenquest. Dann hätten wir das erledigt. So, hol dir Bills mystischen Schnaps. Wo ist der denn jetzt? Hier drüben. Na toll. So, gibt's hier irgendwo ein Fenster und eine Tür? Okay. Ready. Dann gucken wir mal. So, die haben jetzt den Duellantenstatus, sehe ich das richtig? Ja, und wenn ich um die Ecke schieße, geht's dann auch? Das ist ja die eigentliche Frage, ne? Wir haben hier jetzt eine 100% Trefferchance. Hat er dann auch eine 100% Trefferchance auf mich? Und wie tötet man die, wenn... Oh Gott. Das ist aber nicht cool. Das macht die ganze Sache ziemlich kompliziert, ne? Okay, hier haben wir keine Deckung. Ui weh. Das ist alles nicht so geil. So, sie hat hier 100. Sie hat da oben 75. Wie? Oh Gott. Die Revolverhelden schießen alle zurück. Sehe ich das richtig? Okay. Okay, wir versuchen unser Glück hier oben mit 75. Das müsste eigentlich gehen. Danke. So, und jetzt hätten wir hier noch eine 100% Chance und der schießt zurück. Sollen wir es mal ausprobieren? Oder gehen wir hier rüber? Da hätten wir volle Deckung. Das wäre eigentlich auch ein schöner Platz, glaube ich. Der bessere als der hier, ne? Aber dann fehlen uns Trefferchancen. Können wir den da oben noch töten? Hat Carter da ein Schussfeld? Nee, hat er nicht. Hier rüber hätte er eins. Dann probieren wir das jetzt doch mal, wenn man um die Ecke schießt, ob der dann auch zurückschießt. Dann könnten wir ihn nämlich töten. Wir probieren es. Schießt du zurück? Nee. Das heißt, wir probieren es jetzt mit Klellisch. Er hat noch 8 Lebenspunkte. Das müsste reichen, um ihn zu töten. Alright. Hat er zurückgeschossen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, hier könnten wir tatsächlich noch... Nee. Hä? Oh, warte. So, jetzt habe ich hier 25 und auf ihn hier. Wie kann ich ihn denn anwählen? Wo ist er denn? Hier, sogar eine 50% Chance. Das ist ein ziemlich wilder Schuss. Wollen wir das noch probieren? Wir stehen ja aktuell, glaube ich, wir haben aktuell eine ganz gute Position, wo wir stehen bleiben können. Probieren wir doch die 50% noch hier. Oder können wir es noch besser machen? Können wir über hier? Hier hätten wir auf ihn 50%. Probieren wir das, der steht näher. Kostet uns ja nichts. Wobei da oben auch noch einer steht.
Haben wir hier nicht irgendwie eine Chance? Sieht nicht so aus, ne? Einfach nur glatt 25. Das ist nicht genug. Dann wechsle ich die Waffe, dann kann sie danach noch den Kopf einziehen und dann probieren wir hier die 25. Das war aber hier rüber, ne? Nee. Hä? Warum habe ich jetzt nur noch 25 und nicht mehr 50? Ach so, weil mit der Knarre ist halt nicht so viel los, ne? Okay, nee, dann lassen wir das. Dann gehe ich doch lieber hier rüber in die volle Deckung. Na, hier hin bitte. Habe ich jetzt irgendwo eine bessere Schussmöglichkeit? Hier rüber? Nee, das wird alles nix, ne? Nee, dann machen wir das anders. Dann setze ich noch ein Trugbild hier vorne hin. Was vielleicht ein bisschen die Gegner ablenkt. Und zieh den Kopf ein. Dann stehen wir vielleicht halbwegs gut. Carter zieht dann auch noch den Kopf ein. Jetzt müssen wir nur noch Flynn irgendwie ranbringen. Hier gibt es nirgends gescheit Deckung, ne? Wo könnten wir mit Flynn hin? Ich meine hier für eine halbe Deckung. Ja, wir müssen sie ein bisschen ranbringen. Die steht halt viel zu weit weg. Die muss im nächsten Zug auch schießen. Kopf runter. Und dann gucken wir mal, was die Gegner machen. Oha, die können auch über... Eieiei. Okay. Okay, er schießt auf unser Trugbild. Okay, jetzt müssen wir... Oh Gott, die können jetzt auch... Die können jetzt auch über Bande schießen. Das heißt, jetzt müssen wir allmählich wirklich gucken, dass wir intelligenter spielen. Uff. Das macht die Sache nicht einfacher. Ihn könnten wir rausnehmen. Da reicht's überall nicht. Ich überlege jetzt, was am meisten Sinn macht. Okay. Das ist nicht so trivial, ne? Okay, wir können jetzt mit Flynn auch einen Schattentausch probieren. Vielleicht mit dem da oben tatsächlich. Wir können uns dann hier im Gebäude verstecken. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann hätten wir den vielleicht schon mal weg. So. Könnte natürlich auch ihm Schaden machen dann. Jetzt gucken wir mal, wie wir das am geschicktesten machen. Klellisch kann ihm jetzt... Oh, was? Warum denn nur 50%? Der steht doch direkt neben mir. Das ist jetzt schon schade, ne? Wie sieht's bei ihm aus? Da hinten hast du gar keine Deckung. Alles nicht so geil, ne? Boah, wie könnte man das denn jetzt machen? Ja, das müsste aber trotzdem gehen. Denke ich. Geh mal mit Carter hier in Deckung. Und schieß mal auf ihn. Geht das auch ohne Glück? Nee, geht's nicht. Schade. Zieh ich ihm mal 7 ab. Oh, und er schießt sofort zurück. Das ist genau das, was ich befürchtet hatte. Ach, das war doch wieder Quatsch, was ich gemacht habe. Das hätte ich doch auch mit Flynn machen können. Obwohl, dann sitzt sie ziemlich auf dem Präsentierteller da oben. Ich werde jetzt erstmal das da machen. Machen wir mal die zwei weg.
Da drin steht einer mit 20 Lebenspunkten. Habt ihr das gesehen? So, erstmal er hier weg. Dann er hier weg. Boah, dass die es jedes Mal zurückschießen, macht die ganze Sache ziemlich knifflig. So, und jetzt muss man nur dafür sorgen, dass Klellisch ihm hier noch was abziehen kann. Ich sehe hier nur keine, die haben doch hier vorhin auch über Bande geschossen. Kann ich das nicht auch? Offensichtlich nicht. Das heißt, was braucht dir hier hin? Wahrscheinlich alle 3 Punkte. Mist, dann kriegen wir ihn nicht tot, ne? Okay, aber wir können dafür sorgen, dass er nicht mehr schießen kann. Dann machen wir das. Vielleicht kritten wir ja auch. Die Waffe, Charakter kann nicht schießen und sein Sichtfeld wird kleiner. Dann machen wir das, und zwar von hier. Dann sind wir erstmal weit genug weg für alle Gegner. Und dann kann der noch eine Runde überleben. Boah, der schießt auch bei Nahkampfangriffen. Boah, das ist aber richtig mies, ne? Das macht die ganze Sache sehr viel komplizierter. So, mit Klellisch rücken wir vor. Wir müssen Zeit. Wir haben nur noch 13 Runden. Das macht das alles nicht einfacher. So, hat Flynn irgendeine Trefferchance auf irgendjemand? Nein. Ich könnte hier... Nein. Geht alles nicht. Das heißt, ich muss... ich könnte hier hochgehen. Das ist ein ziemlich cooler Platz, glaube ich. Easy. Das gefällt mir ziemlich gut. Da stehen wir raubig ganz gut. So, der Gegner ist dran, kann nichts machen. Das heißt, er läuft einfach nur. So, und jetzt kommen die 2 Kollegen hier innen raus. Das ist natürlich schön. Duellant 1. Okay, das heißt, der schießt auch zurück. Und ein Raufbold. Ich glaube, das ist ein Nahkämpfer. Kann das sein? Vermutlich schon. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am geschicktesten machen. Wir haben schon ziemlich ins Gesicht bekommen. Ob wir die jetzt alle auf einmal wegkriegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Der Raufbold ist aber... Der hat eine Wumme, oder? Das sieht aus, wie wenn der eine Flinte hätte. Schwer. Schwer, schwer. So, Carter könnte hier hochschießen. Kriegt dann aber wahrscheinlich wieder ins Gesicht, ne? Geht nicht. Leider. Carter hat überall nur 75%. Das ist... Flynn, nicht Carter. Flynn hat überall nur 75%. Das ist ein bisschen schade, tatsächlich. Dann brauchen wir irgendwo Glück, ne? Was hat Carter hier für eine Trefferchance? ...100%. Auch ohne Glück? Achso, nee, ich hab ja... Käse. Oh doch, 100%, sogar ohne Glück. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Hat er Duellant angemacht? Weiß ich nicht. Okay, wir können ihm 7 abziehen, dir tötet ihn. Wir ziehen mit Flynn hier drüben, vielleicht. Das ist zu riskant. Okay, wir fangen mit Flynn an, gucken, ob sie trifft, weil davon hängt es ab, wie wir es dann machen. Also, 75%. Getroffen. Sehr gut. Dann bleibt sie erstmal stehen. Das heißt, dann kann Klellisch auf ihn schießen. Ja. Oh, sie krittet sogar. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Durch den Crit kriegen wir ihn hier oben nämlich nicht weg. Nein! Wir hätten den Kill hier gebraucht mit Laughing Deer, damit wir da hochlaufen können, ne? Damit er Bravado bekommt. Jetzt stehen wir... Oh.
Das kannst du niemandem erzählen, sowas, ne? I'm present. Wie haben sie denn das jetzt wieder geschafft? Jetzt habe ich hier eine 75% Chance. Dann lass mich wenigstens hier Glück haben, wenn es geht. Danke, der nächste Crit. Was ist denn? Was ist mit ihr denn? Was ist mit ihr denn? So, jetzt hat sie hier noch 75%. Oder 50% oder 75% oder über hier. Ne, das geht nicht. Dann hat sie hier nochmal 75 für 9 Schaden. Kriegen wir den dann sogar noch tot? Wenn wir Glück haben, ja. Ja, einmal 9. Nochmal 8. Kommt da Laughing Deer ran? Ja, er kommt ran mit 3 Punkten. Das heißt, wenn ich 8 abziehe, kriegen wir ihn tot. Okay. Okay, dann lief es doch besser, als ich dachte. Dann einmal Carter. I'm waiting for us to sip Bacardi again at the saloon from a glass. Flint zieht den Kopf ein, die brauchen wir dann nicht mehr. Und dann kann Laughing Deer ihn töten. 100% Abfahrt. Dann ist der Raufbold auch weg. Bullets are fine, but tomahawks are better for up close work. Bullets are fine, but tomahawks are better. Na super. So, wo ist denn das jetzt hier? Ich sehe das nicht. Wo ist denn dieses extra Bonusziel? Höher. Irgendwo hier oben. Wir können sogar reinlaufen. Machen wir das doch einfach. Holen wir schnell das Bonusziel. Und wo ist es? Hier. Damit hätten wir den Schnaps. So, jetzt haben wir noch 11 Runden Zeit. Und wir sind eigentlich fast schon bei der Bank angekommen. Das heißt, wir rücken jetzt mal vorsichtig vor. Carter stopft sich mal schnell ein paar Bohnen rein. Für ein paar mehr Lebenspunkte. Und geht dann Richtung... Ja, wo können wir denn hinlaufen? Vielleicht erstmal hier oben rein. Ich denke, das ist ganz okay. Wir tasten uns mal ein Stückchen vor. Let's do this. Flynn hat hier oben... Ja, da warten wir mal, bevor wir weitergehen. Wir gehen erstmal mit Klellisch weiter. Wo kann die denn hin? Die könnte hier hoch. Die könnte hier rein. Das ist, glaube ich, auch ein guter Platz. Bis in die Ecke. Höhenbonus ist immer gut. Ready to roll. So, und jetzt was machen wir mit der guten Flynn? Was gibt's denn hier hinten noch? Da gibt's nicht allzu viel Deckung. Hier vorne gibt's nochmal, aber das ist natürlich völlig übertrieben, glaube ich. Wie kommen wir denn in die Bank rein? Nur durch die Vordertür, ne? Es geht nur durch die Vordertür. Das ist übel. Dann werden wir Laughing Deer, glaube ich, mal hier rüberbringen. In der Hoffnung, dass da keine Gegner drin sind. Ich denke, hier ist ein guter Platz. Da hat er erstmal volle Deckung. Wir müssen Gegner aufdecken. Sieht jemand welche? Ich noch nicht. Ich noch nicht. Wir lassen ihn mal den Kopf einziehen. Dann werde ich doch mal mit Flynn hier vorne spickeln, ob wir jemanden sehen. Ja, da haben wir jetzt den ersten aufgedeckt. Ein wahnsinniger Selbstmörder. Das ist nicht gut. Ist das hier Deckung? Nein, das ist natürlich keine Deckung. Ja, das heißt, springen sie ein Stück zurück, dass sie volle Deckung hat und zieht den Kopf ein. So, wir brauchen erst wieder Punkte. Der Gegner zieht... da ist der erste Scharfschütze und der Revolverheld. Okay. Wir haben sie freigelegt, die Gegner. Jetzt wird's spannend. Flynn hat hier oben eine gute Position tatsächlich. Hat 100% auf ihn. Was uns nichts bringt, weil... Ja, obwohl, könnte doch, oder? Nein, mit Laughing Deer mache ich das nicht. Wir können ihm 9 abziehen, dann hat er noch 6. Wir können dann nochmal schlagen, dann hat er noch 2. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir müssen näher ran mit den Leuten. Ich glaube, ich bringe Carter mal hier vor. Da hat er volle Deckung. Wir müssen ein bisschen offensiver spielen jetzt, auch wenn wir uns vielleicht dafür den einen oder anderen fangen. Aber wir haben eine Rundenbegrenzung und das macht uns die Sache ein bisschen schwer. So,
So, die Frage ist, wo kann ich mit ihr hin? Wo sie noch schießen könnte? Nirgends, ne? Ich würde mit ihr tatsächlich gern darunter, wo er steht. Was kann Flynn hier? Oh, 75, ne? Jetzt ist es schon wieder schwer. Die Frage ist, wollen wir den Scharfschützen wegmachen oder wollen wir den Revolverhelden wegmachen? Der Revolverheld wehrt sich nicht. Er hat Duellant an. Aber ich krieg ihn nicht. Ich krieg nirgends was Besseres als 50%, oder? Ja, als 75%. Nicht wirklich, ne? Okay, das bedeutet, wir müssen Risiko gehen. Entweder ich treffe ihn, dann kann ich ihn mit Laughing Deer töten und dafür sorgen, dass er hier oben nicht mehr schießt. Oder, aber ich krieg dafür ins Gesicht. Oder ich treffe ihn nicht, dann muss ich ihn töten, krieg definitiv ins Gesicht und kann vielleicht noch dafür sorgen, dass er nicht schießt. Das sind so die zwei Optionen, ne? Ich glaube, ich versuch's mit ihm, weil er wehrt sich erstmal nicht. Versuchen wir unser Glück. Ja, okay, hätten wir das. So, dann Kopf runter. So, und jetzt ist die große Frage mit dem guten Laughing Deer. Wir können ihn hier oben, wir können ihn töten. Erstmal. Oh nein, kann ich nicht. Wir machen ja nur 9 Schaden. Das habe ich jetzt wieder super hingekriegt. Okay, dann töte ihn. Dafür kriegen wir ins Gesicht, weil er hat Duellant an und die Bank ist auch voll mit Leuten. Oh nein, er schießt doch. Er hat aber Duellant an. So, da drin sind die sind meine Freunde. So, jetzt brauche ich natürlich 3 Punkte, um ihn angreifen zu können. Das ist ziemlich verheerend, tatsächlich. Können wir mit Klellisch nicht irgendwo hinlaufen, wo ich an ihm noch Schaden machen kann? Irgendwo. Nicht so richtig, ne? Mist. Verfluchter Mist. Nee, das geht nicht. Dann muss, dann geht sie hier rüber. Wir müssen vorrücken. Wir müssen vorrücken. Im Zweifel kriegt Laughing Deer jetzt einmal ins Gesicht, aber damit müssen wir leben. Hauptsache, wir sind vorne. Was haben wir denn hier? Das sind beides. Das sind so wahnsinnige Selbstmörder, ne? Ja, dann machen wir es so. Es hilft nichts, dann kriegen wir einmal ins Gesicht mit Laughing Deer. Nicht von ihm, aber vielleicht von da hinten. Weil er steht etwas ungünstig, aber wir können immerhin dafür sorgen, dass er nicht schießen kann. So. Jetzt ist der Gegner dran. Das heißt, er geht erstmal irgendwo anders hin. Oh Gott, er kommt hier hoch zu Flynn. Sonst geht's ihm aber gut, oder? Steady, boys. Ja, jetzt kriegt Deer einmal ins Gesicht. Das war so, wie ich es erwartet habe, tatsächlich. Ich hoffe nur einmal. Und sie legen ihn nicht flach. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Ja, das habe ich befürchtet. Okay, da sind doch mehr Leute drin, als ich dachte, die besser schießen können, als ich dachte. So viel zu, dann kriegt er einmal ins Gesicht. Das ist jetzt natürlich schon wieder ein Traum, ne? Nicht. Oh weh, 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 oh weh. Das wird jetzt nicht gut ausgehen, fürchte ich.
jetzt haben wir nämlich ein richtiges Problem. Das wäre eine Möglichkeit. Die Frage ist... Ready when you are. Das ist jetzt alles nicht mehr so geil. Und Flynn kann ihn halt nicht töten. Ne? Let's do this. Das ist so ein bisschen das Problem, weil Flynn nur 5 Schaden macht. Ja, Moment, doch, kann sie. Das ist ja eine Sache für Flynn hier oben. Einmal. Und ein Schattentausch, bitte. Na. So. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt jetzt. Genau. So, und jetzt ist die große Frage. Kann Flynn noch hier irgendwas machen? Das wäre zwingend nötig. Sieht aber nicht so aus. Das ist schon wieder zu weit. Carter hat 75%. Das ist auch nicht allzu viel. Er könnte aber hier vorlaufen und einen Schattenhagel machen. Wenn das für beide reichen würde, wäre das ja schon wieder eine Möglichkeit. Ne? Ist das lang genug und reicht das für beide? Wir probieren es. Wir müssen es probieren. Nein, es fehlt... Was fehlt da? Ein Zentimeter? Shit. Wir machen es trotzdem. 7 Schaden sind 7 Schaden. Looking for trouble? Aber ich habe ja Laughing Deer nicht mehr, ne? Das heißt, das ist eigentlich alles ziemlich hinfällig, was ich hier plane. Steady. Ist alles nicht so geil. Ready. Das heißt, wir kriegen jetzt wahrscheinlich richtig Probleme. Puh, puh, puh. Pain is just a concept. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Aber ich glaube, es wird jetzt ziemlich unangenehm. Got a surprise for you. Ja, die werfen schon wieder Dynamit. Autsch, und das macht richtig übel Damage. Oh, ich glaube nicht, dass das noch was wird. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Boah. Nicht so gut. Überhaupt nicht gut. Ich glaube, ohne Laughing Deer haben wir echte Probleme, ne? Drin stehen aber auch noch Leute, ne? Das ist alles ziemlich, boah. What's the play? Es wird jetzt hart. Wo kann sie noch hinschießen? 25% auf ihn da hinten. Da hätten wir sogar 50. Das ist aber alles nicht genug, ne? Nee, nee. Wir müssten den Dynamitwerfer da drinnen wegkriegen, und zwar dringend. Aber da steht auch noch einer, ne? Boah. Machen wir es mal so. Wir bringen sie mal runter. Machen das so.
nicht. Das geht nicht. Das gefällt mir alles nicht. Okay, erstens. Jetzt grittet er auch noch. Das hätte er nicht gebraucht. Da hinten 50%, das bringt uns nichts. Ich laufe mal dahin, dann haben wir da wenigstens 50%. Vielleicht kriege ich ihn weg. Vielleicht haben wir Glück. Bisschen Glück. Haben wir den weg. So, und jetzt ist die Frage, kriegen wir hier noch irgendwie ein Trefferfeld auf den Kollegen? 50% nehmen wir. Oh, und jetzt bräuchten wir Laughing Deer, ne? Jetzt bräuchten wir Laughing Deer. Dann nimm mal noch einen Verband. Chin. So, und kann Flynn das jetzt zu Ende bringen? Auch nicht so richtig, ne? Du kriegst da unten kein Schussfeld hin. Nope. Mist. Mist, Mist, Mist. Naja, dann rück ich vor. Hilft nix. Rücken wir vor. Flynn hat noch viele Lebenspunkte. Müssen wir durch. Gucken, was passiert. Okay, die da hinten machen nichts. Er wirft jetzt noch einmal Dynamit, da müssen wir durch. Er wirft noch Flynn. Okay, passt. So, der nächste Revolverheld positioniert sich nur um. Schaltet Duellant ein. Alles nicht gut, alles nicht gut. So, jetzt müssen wir vorrücken. Hilft nichts. Jetzt müssen wir vorrücken. Wir brauchen hier Schusslinien. Ich könnte natürlich auch nach oben. Da hätten wir volle Deckung. Und könnten da von oben rein schießen. Machen wir. Machen wir. Hilft nichts. Wir müssen durch. Wir müssen da jetzt durch. One and only. So, Chin bringen wir mal hier vor und hoffen, dass wir jetzt den da drin ausschalten können. 25%. Haben wir nicht noch irgendwo einen Punkt, über den wir schießen können? 25% ist halt voll wenig. Oder wir machen es so. Machen wir so. Scheiß auf die Spezialfähigkeit. So, und wir bringen dann Chin hier in volle Deckung. Kopf runter. So, und dann bringen wir Flynn noch ran. Flynn könnte hier hoch. Könnte auch noch den Kopf einziehen. Wir müssen jetzt in die Bank rein. Wir haben noch 7 Runden. Es muss jetzt ein bisschen vorangehen. So, wir stehen alle in Deckung. Mit ein bisschen Glück müsste das jetzt, dürfte da jetzt nicht viel passieren. Die machen auch alle nichts, ne? Die hocken da einfach nur und warten. Okay, er ist der Einzige, der sich ein Stück bewegt und schießt. Ja, aber das ist die volle Deckung, die wir hier oben haben. Das ist ganz gut. So, jetzt müssen wir gucken. Flynn hat 100% Trefferchance. Oder könnte jemanden raus teleportieren? Allerdings stehe ich dann hier oben drin. Ich weiß nicht, wie gesund das ist. Ich könnte ihn raus teleportieren und hier hinten in Deckung gehen. Ist das was, was wir wollen? Ich weiß nicht, was da hinten noch drin steht, ne? Aber wir probieren es. Wir müssen vorwärts kommen. Hey, ja, da stehen auch noch einige. Done, maybe they'll throw in something extra for us. Schnell hier in Deckung. Und Kopf runter. So, Klellisch kann den jetzt wahrscheinlich wegnehmen. Ja, so war der Plan. Boah, aber er schießt zurück, ne? Das ist schon heftig. So, welche Möglichkeiten haben wir noch? Kommen wir an ihn hier ran? Hier hätten wir 50. Das ist nix. Von hier hätten wir immerhin 75. Von hier haben wir nix. Aber wir haben von hier auf ihn hier unten 100. Kann Carter da noch was machen? Wenn ich ihm 100 abziehe, mit 100% treffe, dann hat er noch 15 minus 9 hat er noch 6 Lebenspunkte. Das müsste doch mit dem Wüstenhüter von Carter sich genau ausgehen. Du brauchst nur... Nein!
nicht auf ihn schießen. Nicht wieder missklicken, wenn es geht. Was? Carter hat keine Trefferchance auf irgendeinen von diesen Kronleuchtern? Das ist aber schade. Das ist aber schade. Okay, dann probieren wir unser Glück mit 75. Komm schon, mach mich stolz. Boah, sogar ein Crit. Sogar ein Crit? Wenn ich das vorher gewusst hätte. Kopf einziehen. So, dann ist Klellisch jetzt dran. Nein, du schießt bitte über den Kronleuchter. Dann wäre der weg. So, mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück kriegen wir ihn vielleicht noch. 75. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. 25 ist zu wenig. Aber von hier? Nein. Von hier irgendwie? Nein. Schade. Dann stell mal noch ein Druckbild da rein. Sicher ist sicher. Ist ein paar Bohnen. Und zieh den Kopf ein. Und dann hoffen wir, dass Flynn überlebt da hinten. Huch! Wo hat er hingeschossen? Und hat er getroffen? It's the sweet spot. Oh, schießt auf. Das Druckbild erledigt. Nein, er hat nicht getroffen. Also irgendjemand hat irgendwo hingeschossen, aber nicht getroffen. Sie hat noch 15, er hat noch 14. Da ist die Kameraführung etwas seltsam, aber gut. So, wir gucken mal, was wir für Trefferchancen haben. Es ist noch genau wie vorher, ne? Wir können hier nichts machen. Okay, das heißt, wir müssen weiter rein. Hier wäre ein Platz zum Beispiel, aber das sind überall Kronleuchter, ne? Die können überall um die Ecke schießen, ne? Wie kriegen wir hier denn eine volle Deckung hin? Das ist alles nicht geil. I'll try. So, wir verpassen ihm mal eins mit der Schrotflinte. Damit hat er jetzt eine Blutung drauf. An der er vielleicht, hoffentlich stirbt. Ready. So, jetzt müssen wir gucken, was wir hier machen. Carter hat eine 50% Chance. Das könnten wir vielleicht sogar ausprobieren. Oder über einen Kronleuchter irgendwie. Ne, er hat keinerlei... 50%. Wollen wir es riskieren oder wollen wir vorrücken? Wir können auch vorrücken. Hier oben hin vielleicht. Oder hier. Es ist halt schwer zu sehen, von wo die Leute dann Schusslinien haben. Ne? Okay, wenn ich hier hingehe, habe ich null Schusslinie auf den Scharfschützen. Dann dürfte er ja auch keine auf mich haben. Ne? Das heißt, ich laufe mit Carter hier rein. Wir haben noch 5 Runden. Das ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Wir müssen vorwärts kommen irgendwie. Wenn ich mit Klellisch hier reinlaufe... Ja, es ist nicht so geil, ne? Da habe ich eine 50% Trefferchance auf ihn und er damit auch auf mich, ne? Ja, aber wir könnten versuchen, ihn zu töten, ne? Okay, hier rein mit ihr. Versuchen wir, ihn zu töten. So, jetzt sind's wieder. Jetzt muss ich ja die Waffe wechseln und dann sind es wieder nur noch. Oh. So wären es 50. Das ist wild. Komm schon, bisschen Glück. Yes. Das gefällt mir. So, dann können wir weiter vorrücken. Da unten steht noch einer. Das heißt, wir könnten theoretisch hier hingehen. Dann hätten wir erstmal volle Deckung, ne? Ja. Right. Auf geht's. Boah, das Bankgebäude ist ziemlich wild. Und Kopf runter. Wir gucken, was die Gegner machen. Hat der... Wie hat der denn... Hat der durch die Tür durchgeschossen? Oh, wir bräuchten dringend Laughing Deer. Wir bräuchten ihn so dringend.
Oh Gott, der Raufbold. Ich glaube nicht, dass wir das noch in 5 Runden schaffen. Vor allem, wenn jetzt Carter stirbt hier oben. Hilfe! Sei mal weg. Da haben wir tatsächlich eine 50% Chance. Das ist aber nicht genug. Flynn könnte jetzt... Da drin steht noch ein Revolverhemd. Da oben steht einer. Welche Möglichkeiten haben wir hier? Gar keine. Ja. Yeah. Welche Möglichkeiten hat Carter? Er hat eine 100% Trefferchance tatsächlich. Kann aber danach nicht mehr laufen. Das heißt, dann wäre er tot. Ne? Das kannst du knicken. Das können wir nicht machen. Looking for trouble? Nee, das ist alles nicht mehr gut. Wir kommen da nicht rein. Die haben sich da drin verschanzt. Jetzt weiß ich auch, warum das Extra-Ziel ist. Ihr dürft keinen Sprengstoff verwenden. Ich könnte natürlich... Oh, jetzt kann ich mit ihm keinen Schattentausch machen. Das ist bitter. Das wäre es natürlich gewesen, ne? Dann mache ich es mit ihm. Jetzt hätte ich hier eine 75% Chance tatsächlich. Dann hat er noch 10 Lebenspunkte. Das reicht halt auch nicht, ne? Das reicht auch nicht. Ist alles nicht geil jetzt. Das gefällt mir alles nicht mehr. Oh, die Tresortür zählt als Deckung. Das ist natürlich super. So, jetzt müssen wir gucken. Wir müssen da jetzt rein irgendwie. Jetzt müssen wir erstmal mit Chin noch was tun. Der kann nicht mehr heilen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich könnte ihn auch hinter die Tresortür bringen. Muss aber aufpassen, dass man nicht da oben drüber schießen kann. Ne? Oder er zieht ihm einfach mal 2 ab und läuft irgendwo noch in Deckung. 7 meine ich. Eyes on the prize. So vielleicht. Und geht jetzt irgendwo anders in Deckung, wo er sicherer steht. Nämlich vielleicht hinter der Tür tatsächlich. Ja. Alright, alright. So. Und jetzt ist die Frage, wohin mit der Dame? Mit der guten Klellisch. Sie könnte hier reinlaufen. Dann wäre ich außerhalb Sichtfeld. Ja, wir gehen da rein. Weg von dem Raufbold. 4 Runden noch. Beziehungsweise jetzt nur noch 3. Ich hoffe, wir kommen hier noch irgendwie durch. Um Gottes Willen, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, wow, 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 wow. Ach, darum geht... Hä? Der schießt durch die Wand? Was ist das? Ach nee, der hat da oben über dieses komische Symbol geschossen. Wieso kann ich das denn eigentlich nicht mehr sehen? Da war doch so ein Dollarzeichen. Oh Gott, das ist alles nicht so gut jetzt, ne? Hier hätten wir 100% und könnten 9 abziehen. Das ist aber halt auch viel zu wenig. Ready to roll. Wieso kann ich nicht über dieses komische Dollarzeichen? Wo ist das denn? Ist das weg, ne? Ja. Yeah. Okay, dann muss Carter jetzt hier raus. Wir werden wahrscheinlich noch einen verlieren, fürchte ich. Na, er hat Duelland! Um Gottes Willen, aber er schießt daneben. Einmal Schattentausch. Oh, da steht noch einer drin. Das kannst du doch keinem erzählen. Oh. Da steht noch einer drin.
Oh, Schande. Oh, Schande. Und jetzt? Freunde der Nacht? Watch it! Demanding blood for blood gets us all closer to drowning in it. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Das ist alles nicht mehr cool. Hier. Überhaupt nicht mehr. Das ist alles nicht mehr gut. Ich glaube, jetzt verlieren wir Leute. Ach Gott, da hinten ist auch noch einer. Ja, Chin ist erledigt. Oh Gott, das wird verdammt eng. Warum habe ich da eigentlich eine Dings hingestellt? Eine Attrappe, wenn die hier so komisch tot rumliegt. Was ist das denn? Kann das auch daneben gehen? Leute, ich glaube, jetzt hat sich das Spiel verabschiedet. Nach 57 Minuten. Die Runde endet nicht, ne? Meine Leute haben wieder volle Punkte, das heißt, sie wären dran. Da haben wir offensichtlich einen Fehler. Ah, jetzt. Seltsam. Ich dachte schon, das Spiel hat sich verabschiedet. Okay, vielleicht ist das jetzt meine letzte Möglichkeit hier. Wir sammeln das Gold ein und gucken, dass wir wegkommen. Wir hätten hier drüben noch ein Hauptbuch finden müssen, aber das können wir knicken. Da ist nichts mehr zu machen. Ich habe da hinten eine 50% Chance auf ihn. Die nehmen wir noch mit. Vielleicht haben wir Glück. Nee, haben wir nicht. So, Gegner sind dran. Sie rücken vor. Schieß daneben bitte. Boah, natürlich trifft er. Ich stehe in voller Deckung. Ne? Schade, schade. Ready. Jetzt können wir eigentlich nur noch die Füße in die Hand nehmen und gucken, dass wir hier wegkommen, oder? Reicht das Flynn auch bis dahin? Ja, wir hoffen mal, dass das klappt. Das ist so das Letzte. Das Letzte, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte. Flüchten. Auf das Hauptbuch verzichten wir. Scheiß auf die Nebenquest. Nix wie weg. Und hoffen, dass wir es dann geschafft haben. Oh Gott. Oh Gott, das war aber... Das war aber auf der letzten Rille, meine Freunde. Auf der letzten Rille. Was ist uns durch die Lappen gegangen? Schade, das Hauptbuch haben wir nicht gekriegt. Hätte mich interessiert. Okay, aber wir haben $50 abgestaubt. Wir haben dann heiliges Wasser-Whisky bekommen. Interessant. Wir haben das Staatsgold und wir haben den Pik-Buben bekommen. Naja, immerhin. Immerhin, dann gehen wir mal weiter. Gotta admit, that was actually pretty intense. But I seriously hope that this was both my first and last bank job, Mr. Carter. Es ist abscheulich, dass wir das tun mussten, Glellish. Spaß hin oder her. Ich weiß, warum es sein musste, aber es wäre schön, wenn du mich in Zukunft aus solchen Situationen heraushältst, Chin. Nicht alle von uns wollen gesetzlos sein. Good choice, was ein Weichei. Ne? Was ein Weichei. Glellish ist jetzt Verbündete. Das bedeutet, hat sie eine neue Fähigkeit dafür bekommen? Dazu bekommen? Feuerfest. Der Charakter ist resistent gegen den Status brennend. Naja.
lassen wir mal so dahingestellt. So, kann ich jetzt nach Trampleton Town gehen und mich heilen lassen? Nö, wir können aber den Laden betreten. Erst die Bank ausrauben und danach den Laden betreten und einkaufen, ja. So. Was ist das denn? Effekt, wenn der Charakter für dein Konto aus... Okay, okay. Wir haben Dynamit. Wir haben auch noch Proviant. Okay, heilen kann man sich hier nicht lassen im Laden. Dann machen wir jetzt schnell eine Pause und ruhen uns aus und stopfen uns ein Proviant rein, dass alle wieder geheilt sind. So. Dann hätten wir die Mission durch. Wir müssten jetzt das Gold zurückbringen zu Hartmann und noch einen Zug stehlen. Aber wir müssen noch eine Herde finden und wir haben auch noch diverse Steckbriefe. Also wir haben noch einiges zu tun tatsächlich. Da werden wir das nächste Mal gucken. Hier geht der Weg nämlich auch noch weiter. Was es da hinten gibt, könnten wir uns auch mal noch angucken. Ah nee, nichts mehr. Hier sind wir wohl durch. Wobei das da hinten sieht nach einem versteckten Pfad aus. Gucken wir mal, wo der uns hinführt. Ich glaube, hier gibt es ja nichts mehr, oder? Ja, obwohl, hier rüber... Ich glaube nicht, aber man kann hier noch über den Fluss... Die Karte ist ziemlich groß hier drüben. Da ist Hartmanns Ranch. Da müssen wir das Gold zurückbringen. Das heißt, wir können hier über den Fluss gehen und das aufdecken. Aber ich will tatsächlich, würde tatsächlich auch mal noch gerne gucken, was da hinten ist. Da gibt es ja bestimmt auch noch Sachen. Let's see what's over there. Oder auch nicht. Doch, hier. Nee. Hier ist erstmal nichts mehr. Das scheint nur Prärie zu sein, wo es nichts mehr gibt. Wirkt zumindest so. Da war ja die Bestienhöhle. St. Jude's Parish. Waren wir da schon drin? Weiß das jemand? Ich guck mal erst noch schnell, was da hinten ist. Und dann gehen wir mal schnell in die Kirche. Aber ich glaube, da waren wir schon. Da gab es nichts außer Geld. So, nein, hier hinten scheint es auch nichts mehr... Nichts mehr zu geben. Okay, ich guck noch mal schnell in die Kirche. Und dann soll es das für diese Folge auch gewesen sein. Wir haben die Stunde ziemlich rund voll gemacht. Nach Wertgegenständen suchen. Nope, da waren wir schon. Da haben wir vorhin was mitgenommen. Okay, das bedeutet, wir werden hier beim Quacksalber das nächste Mal die Brücke überqueren. Gucken, was es auf der anderen Flussseite gibt. Und dann von hinten her, Mann, jetzt wird es aber richtig Nacht, von hinten her wieder zu Hartmanns Ranch laufen, ihm das Gold bringen und dafür die Gatling-Kanone bekommen. Und dann fehlt uns nur noch der Zug, ne? Dann fehlt uns nur noch der Zug. Einmal über die Brücke spickeln, was es da so gibt. Oh, das sind vermisste Kühe. Das ist schon mal gut. Finde die verschollene Herde im Westen. Hier ist sie. Hier hinten gibt es auch noch ein Goldsucherlager. Das gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Wir haben den Banküberfall geschafft, wenn auch, aber auf den letzten Meter tatsächlich. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.